Wenn man ein Kupferblech und ein Zinkblech in eine Zitrone steckt und sie mit einem Kabel mit einer Lampe verbindet, dann leuchtet die Lampe. Es muss also ein Strom, also Elektronen, zwischen dem Kupfer und dem Zinkblech fließen. Das bedeutet, dass wir mit einfachen chemischen Substanzen Strom erzeugen können. Ich möchte dir heute erklären, auf welchem Grundprinzip das beruht. Es geht um das elektrochemische Potenzial. Wir werden uns mal anschauen, was das ist und wie man es erklären kann. Wir beginnen mit einer ganz einfachen Versuchsanordnung. Wir haben ein Becherglas mit Wasser und ein Zinkblech. Tauchen wir dieses Zinkblech nun ins Wasser ein, lässt sich auf der atomaren Ebene ein Phänomen beobachten. Wir werfen also mal einen Blick auf die Zinkatome in einem Ausschnitt des Blechs. Du siehst, bei den Zinkatomen sind jeweils zwei Elektronen mit eingezeichnet. Das sind die zwei Elektronen aus dem 4s-Orbital des Zinks. Diejenigen, die das Zink gerne abgibt, wenn es dann zum Zink-2-Plus-Ion wird. Und tatsächlich geben schon einige der Zinkatome beim Eintauchen des Blechs in Wasser ihre zwei Elektronen ab und gehen in Lösung. Die Elektronen bleiben dabei im Zinkblech und verteilen sich darin. Das Blech lädt sich also etwas negativ auf. Dadurch werden die entstandenen Zinkionen vom Blech ein bisschen angezogen und bleiben nah am Blech dran. Diese Doppelschicht, die so ausgebildet wird, nennen wir die elektrochemische Doppelschicht. Die Lösung ist dann also etwas positiv aufgeladen durch die positiven Zinkionen und das Blech ist etwas negativ aufgeladen durch die Elektronen, die im Blech verblieben sind. Auch wenn wir ein Kupferblech in Wasser tauchen, bildet sich diese elektrochemische Doppelschicht aus. Allerdings in viel geringerem Umfang als beim Zink. Dies hat damit zu tun, dass Kupfer seine Valenzelektronen nicht so leicht abgibt wie Zink. Wir sagen, es ist edler als Zink. Entsprechend lädt sich das Kupferblech auch nicht so doll negativ auf wie das Zinkblech. Dies passiert mit fast allen Metallen, wenn man sie in Wasser taucht, sofern sie nicht sogar mit Wasser reagieren. Edle Metalle bilden dabei nur eine schwache Doppelschicht aus, unedle eine stärkere. Bei unedlen Metallen lädt sich das Metallblech also stärker negativ auf. Man sagt, sie haben ein geringes elektrochemisches Potenzial. Das elektrochemische Potenzial ist ein Maß für die Energie, die aufgebracht werden muss, um noch ein Ion aus dem Blech zu lösen. Bei edlen Metallen ist das elektrochemische Potenzial also hoch, da sie sich nicht so leicht ionisieren lassen, also nicht so leicht Elektronen abgeben. Wir können die Metalle also nach ihrem elektrochemischen Potenzial ordnen. Es ergibt sich die gleiche Reihenfolge wie in der Redoxreihe der Metalle. Gold ist also das edelste Metall mit dem höchsten elektrochemischen Potenzial. Lithium hingegen ist das unedelste mit dem kleinsten elektrochemischen Potenzial. Dazwischen reihen sich nun Aluminium, Zink, Kupfer, Silber und auch andere ein. Wenn sich ein Zinkblech in Wasser stärker negativ auflädt als ein Kupferblech, was passiert dann wohl, wenn man beide mit einem Kabel verbindet und in Wasser eintaucht? Die Antwort ist, es passiert nichts. Bei der Zitronenbatterie funktioniert das, weil in der Flüssigkeit der Zitrone Zitronensäure drin ist. Eine Säure, die mit den Metallen teilweise schon reagiert und es deswegen zu einem Stromfluss kommt. Das kannst du jetzt noch nicht verstehen, sondern erst später, wenn du ein bisschen mehr von der Elektrochemie weißt. Eigentlich würden wir davon ausgehen, dass Elektronen vom Zinkblech rüber durch das Kabel zum Kupferblech fließen würden, weil das Zinkblech ja stärker negativ aufgeladen ist als das Kupferblech. Das Kupferblech hat ein höheres elektrochemisches Potenzial als das Zinkblech. Wir haben also sozusagen eine Potentialdifferenz. Eine Differenz in den elektrochemischen Potenzialen. Und eine Potentialdifferenz bezeichnen wir auch als Spannung.
Das Wort Spannung kennst du wahrscheinlich schon aus der Physik. Wo eine Spannung herrscht, muss es auch einen Plus- und einen Minuspol geben. Und das haben wir hier auch. Das Zinkblech ist der Minuspol, weil wir dort mehr Elektronen haben. Und das Kupferblech ist der Pluspol, weil wir dort weniger Elektronen haben. Ich gebe zu, das erscheint etwas kontraintuitiv hier, weil ja beide Bleche irgendwo negativ aufgeladen sind. Das Zinkblech ist aber viel stärker negativ aufgeladen als das Kupferblech. Und deswegen ist das in unserem Fall hier der Minuspol. Und das Kupferblech ist unser Pluspol, trotzdem es auch negativ aufgeladen ist. Das ist ein bisschen verrückt, gebe ich zu. Die Elektronen sollten also vom Zinkblech durch den Draht ins Kupferblech fließen. Das passiert tatsächlich auch. Leider sind das aber so wenige Elektronen, dass wir die Lampe damit nicht zum Glühen bringen. Wir können diese Kombination hier aber trotzdem dazu bringen, dass Strom fließt und die Lampe glüht, aber dazu müssen wir eine Sache berücksichtigen. Die Elektronen, die vom Zinkblech rüber zum Kupferblech fließen, die sorgen am Kupferblech dafür, dass die Kupferionen, die sich in der elektrochemischen Doppelschicht gebildet haben, diese Elektronen aufnehmen, wieder elementares Kupfer werden und sich dann am Kupferblech niederschlagen. Das bedeutet, dass diese Elektronen dazu dienen, dass Kupferionen aus der Lösung wieder zu Kupferatomen werden. Jetzt das Problem, dass wir in dieser elektrochemischen Doppelschicht, die das Kupfer, wenn man es in Wasser taucht, bildet, nur ziemlich wenige Kupferionen haben und die ziemlich schnell verbraucht sind, wenn Elektronen rüberfließen. Wir könnten also diese Effektivität der ganzen Sache erhöhen, wenn wir Kupferionen dazugeben. Nun gibt es sehr viele Kupferionen in der Lösung, die theoretisch auch viele Elektronen am Kupferblech aufnehmen können. Aber dadurch, dass es so viele Kupferionen jetzt gibt, können die ja auch zum Zinkblech rüber durch Diffusion und können dort in einer klassischen Redoxreaktion Elektronen vom Zink aufnehmen. Das Zink wird dadurch zu Zinkionen oxidiert und die Kupferionen werden dabei zu elementarem Kupfer reduziert. Es würde sich also Kupfer am Zinkblech abscheiden. Damit das nicht geschieht, baut man noch eine kleine Trennwand ein und fertig ist unser galvanisches Element. Was das genau ist und wie das funktioniert, das wirst du dann in einem kleinen Experiment herausfinden. Fassen wir das nochmal kurz zusammen. Du hast gelernt, dass ein Metall, wenn man es in Wasser taucht, eine sogenannte elektrochemische Doppelschicht ausbildet. Dabei gehen Ionen aus dem Metallgitter in Lösung und die Elektronen bleiben im Metallgitter des Blechs zurück. Das Metallblech lädt sich dadurch etwas negativ auf, während die Lösung rundherum sich etwas positiv auflädt aufgrund der in Lösung gegangenen positiven Metallionen. Je nachdem, wie edel ein Metall ist, bildet es eine mehr oder weniger starke elektrochemische Doppelschicht aus. Ein edles Metall bildet eine sehr schwache elektrochemische Doppelschicht aus, da es nicht sehr leicht Elektronen abgibt. Ein unedles Metall bildet eine sehr starke elektrochemische Doppelschicht aus, da es sehr leicht Elektronen abgibt. Das elektrochemische Potenzial ist dabei ein Maß dafür, wie viel Energie gebraucht wird, um ein Metallion aus dem Metallgitter des Metallblechs zu lösen. Edle Metalle haben entsprechend ein sehr hohes elektrochemisches Potenzial. Unedle Metalle haben ein geringes elektrochemisches Potenzial, da sie sich leicht von ihren Elektronen trennen. Man kann die Metalle also nach ihrem elektrochemischen Potenzial ordnen. Diese Reihenfolge entspricht der Redoxreihe der Metalle. Wenn man nun ein edleres und ein unedleres Metall mit einem Kabel miteinander verbindet und beide in Wasser taucht, dann kommt es zu einem ganz leichten Elektronenfluss vom unedleren Metallblech zum edleren Metallblech. Zwischen beiden Blechen herrscht eine sogenannte Potentialdifferenz, das heißt eine Differenz zwischen den elektrochemischen Potentialen der Bleche. Man sagt auch eine Spannung. Der Elektronenfluss zwischen den beiden Blechen ist zunächst jedoch so klein, dass er nicht ausreicht, um eine Lampe zum Leuchten zu bringen. Dies gelingt uns mit einer anderen Anordnung, die wir ein galvanisches Element nennen. Hast du alles soweit verstanden? Falls nicht, ist nicht so schlimm.
Du kannst ja dieses Video zurückspulen und genau an dem Punkt nochmal anschauen, an dem du etwas nicht richtig verstanden hast. Ansonsten hast du auch immer noch dein Buch, in dem du das nochmal nachlesen kannst. Alles Gute und bis bald.